Professor Dr. Michael von Kranach. Er ist Psychiater und war viele Jahre Leiter einer psychiatrischen Klinik. Und er beschäftigt sich seit 1980 mit den nationalsozialistischen Verbrechen an Menschen mit Behinderung. Kleiner Hinweis, der Vortrag wird ein bisschen länger dauern. Es lohnt sich aber definitiv zuzuhören. Also, liebe Krawaller, hören Sie mich? Ja. Vor 75 Jahren, in diesem Jahr 1948, gelang es einer kleinen Gruppe von Aktivisten, die Vereinten Nationen in New York zu überzeugen, universelle Menschenrechte zu verabschieden, die in der ganzen Welt gelten sollten. Die Vereinten Nationen haben das gemacht. Und viele Länder, auch wir, haben diese Menschenrechte unterschrieben. Und ich möchte Ihnen den Artikel Nummer 1 vorlesen, weil ich zum Schluss meines Vortrages darauf wiederkommen werde. Er heißt: Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit miteinander umgehen. Ein wunderschöner Satz. Warum haben Sie das getan? Warum war es das Bedürfnis, allgemeingültige Menschenrechte zu formulieren? Weil natürlich, wie Sie wissen, in den Jahren davor und von Deutschland ausgehend ein grauenvoller Krieg war und grauenvolle Verbrechen stattgefunden haben. 60 Millionen Tote innerhalb von weniger Jahren. 6 Millionen jüdische Bürger, die ermordet worden sind. Und 230.000 Menschen mit psychischen Erkrankungen und Behinderungen, die von Ärzten und Krankenschwestern ermordet worden sind. Und diese Geschichte möchte ich Ihnen heute erzählen. Und zwar möchte ich Ihnen den Ablauf, Sie informieren, was passiert ist.
und dann am Schluss mit Ihnen darüber nachdenken, warum ist es geschehen und was lernen wir davon? Warum müssen wir uns heute noch mit dieser Frage beschäftigen? So, und jetzt erzähle ich Ihnen die Geschichte. Anfang 1939 wurde ein Kind geboren, ein behindertes Kind in der Universitätsklinik Leipzig. Der Vater des Kindes verlangte von den Ärzten dort, dass das Kind eingeschläfert wurde. Die Ärzte haben sich geweigert mit der Begründung, dass das gesetzlich nicht erlaubt ist, dass es nach dem Gesetz auch Mord ist. Der Vater des Kindes schrieb an Hitler einen Brief. Und Hitler schickte seinen Leibarzt, Karl Brandt hieß er, dort in die Klinik, um das Problem zu lösen. Karl Brandt sprach mit dem Vater, schaute sich das Kind an, sprach mit den Ärzten und überzeugte die Ärzte, das Kind, obwohl es nach dem Gesetz Mord war, das Kind einzuschläfern. Das führte dazu, dass in Berlin Überlegungen stattfanden, in der Reichskanzlei ein Gesetz vorzubereiten, das die Euthanasie kranker Menschen erlauben würde. Aber bald fanden sie heraus, dass erstens das rechtlich extrem schwierig sei und zweitens merkten sie auch, dass das in der Bevölkerung nicht so einfach zu vermitteln sei, worauf die Versuche eingestellt wurden. Aber mit dem Kriegsbeginn verfasste Hitler einen sogenannten Euthanasieerlass. Auf seinem eigenen privaten Papier schrieb er an dem Leiter seiner Reichskanzlei und seinem Hausarzt, Begleitarzt Karl Brandt, dass sie ein Programm initiieren sollte, das Ärzten erlauben sollte, wie er schreibt, unheilbar Kranken den Gnadentod zu gewähren. Diese beiden machen sich jetzt auf den Weg, diesen Befehl oder diesen Wunsch Hitlers zu erfüllen. Sie gründen eine Verwaltung, die dieses Programm jetzt verwirklichen soll. Sie enteignen eine Villa, die in jüdischem Besitz war in Berlin, holen sich Beamte aus anderen Ministerien und jetzt organisieren sie den sogenannten Krankenmord. Wie machen sie das? Als erstes schicken sie an alle Behinderteneinrichtungen und Krankenhäuser einen Fragebogen. Sie wollen wissen, wer überhaupt in Frage kommt. Ja? Dieser Fragebogen ist nur eine Seite. Und sie wollten eigentlich nur wissen, und das ist das Grundkriterium, das Selektionskriterium, was für sie bedeutsam war, wer leben sollte und wer nicht. Ja? Und zwar, das Kriterium war nicht die Schwere der Krankheit oder der Behinderung, sondern das Kriterium war, ob der Mensch in seiner Einrichtung, wo er lebt, durch seine Arbeit zur Aufrechterhaltung der Institution beiträgt oder nicht. Es war ein Leistungskriterium. Diese Fragebögen wurden zurückgeschickt und jetzt wurden 50 Ärzte ernannt, die jetzt entscheiden sollten anhand dieser Fragebögen, wer getötet werden sollte, gemordet, weil es war damals ja nach den rechtlichen Kriterien, die damals galten, war das ja Mord. Die Ärzte, die informiert wurden über ihre zukünftige Tätigkeit, jetzt aus diesen Fragebögen die Opfer zu selektieren, haben das mitgemacht. Nur einer hat sich geweigert mitzumachen und dem ist auch nichts passiert. Die Ärzte haben das nicht irgendwie unter Druck gemacht oder aus Angst, sondern sie waren überzeugt, dass das richtig war. Es gab Freiräume. Wer nicht mitmachen wollte, musste nicht mitmachen. Daraufhin wurden, nachdem jetzt in Berlin die Ärzte entschieden hatten, wer getötet werden sollte oder nicht, haben sie im Reichsgebiet in 6 Anstalten haben sie Gaskammern eingerichtet und haben Teams von Ärzten und Krankenschwestern dahin geschickt und jetzt wurden systematisch von Berlin organisiert, die Patienten aus ihren Einrichtungen abgeholt, in diese Gaskammern gebracht. In dem Krankenhaus, in dem ich gearbeitet habe, wo viele in Kaufbeuren, wo viele solche Sachen damals passiert sind, gab es auch eine Abteilung, wo Ordensschwestern tätig waren. Und die Ordensschwestern erzählen, dass als die erste Gruppe von behinderten Menschen aus der Anstalt abgeholt wurde
wussten sie nicht, wohin dieser Transport ging. Sie waren nur informiert worden, dass sie den Patienten am nächsten Tag, wenn der Transport losgehen sollte, ihre Habseligkeit nicht mitgeben sollten, was bei Verlegungen total unüblich war. Sie waren auch aufgefordert worden, den Menschen auf dem nackten Rücken mit einem Tintenstift den Namen zu schreiben. Sie waren sehr beunruhigt. Was ist das für eine Verlegung? Und als dann wenige Tage später die Angehörigen anriefen und sich ja mittlerweile die Todesnachricht empfangen hatten aus diesen Gaskammern-Einrichtungen, ja, da wussten sie, dass diese Transporte in den Tod gingen. Sie waren unsicher, wie sollen wir das machen bei dem nächsten Transport? Können wir die Patienten dahin begleiten? Sollen wir Widerstand leisten? Sie waren soweit so unsicher, dass sie überlegt haben, sie kündigen den Vertrag mit dem Staat, ihren Pflegevertrag. Sie gingen dann zum Bischof nach Augsburg und der Bischof sagte ihnen, die Bischofskonferenz weiß, was da passiert. Wir sind dagegen, aber es ist besser, ihr bleibt und ihr begleitet die Patienten zu den Bussen, als dass andere, viel rauere Gestalten das machen. Wie schwierig es damals war, zu handeln, das ist etwas, was wir vielleicht nachher noch, auf das ich nachher eingehen will. Auf diese Weise wurden zwischen dem 18. Januar 1940, wo der erste Transport von München aus in die Tötungsanstalt ging, bis zum Sommer 1941 sind 70.000 Menschen mit Behinderungen ermordet worden. Aber das Morden ging nach Sommer 41 weiter, ja, jetzt in den Anstalten, im viel größeren Umfang. Ja. Was hat man in den Anstalten gemacht? Jetzt haben die Ärzte selbst entschieden, in Rücksprache mit Berlin, ja, wen sie töten sollten. Wie haben sie es gemacht? Sie haben verschiedene Aktionen gestartet, von Kaufbeuren aus und ganz im Vordergrund auch hier in Egelfingen-Haar, in der Münchner Anstalt, hat man eine Hungerkost eingerichtet, die so berechnet war, dass die Patienten, die diese Hungerkost bekamen, nach ungefähr 2, 3, 4 Monaten an den Folgen dieser Kost starben. Aber das ging ihnen nicht schnell genug. Gegen Ende des Krieges haben sie dann die Patienten mit Spritzen, mit Barbituratspritzen getötet. Es gab ein Sonderprogramm für Kinder. Es wurden Kinderfachabteilungen in den Anstalten eingerichtet und behinderte Kinder wurden in die Anstalten eingewiesen und dort nach einer Begutachtung auch unmittelbar mit einer Todesspritze, mit einer Barbiturat-Überdosierung getötet. Es gab ein Sonderprogramm für die jüdischen Patienten. Ende September 1940 sind über 190 jüdische Patienten, die man hier in Egelfingen-Haar gesammelt hat, aus allen anderen bayerischen Anstalten, sind in eine Tötungsanstalt gebracht worden. Es gab ein Sonderprogramm für Zwangsarbeiter, die psychisch krank wurden, ja, die, wenn sie nicht leistungsfähig waren, auch von den Ärzten ermordet wurden. Es gab Menschenversuche an Kindern und an Erwachsenen, an denen viele Patienten gestorben sind. Was für ein Grauen. Und wissen Sie, wenn man sich, wie ich als Arzt, mit dieser Thematik beschäftigt, ja, dann ist das besonders schlimm zu sehen, dass diese Kollegen, die das gemacht haben, ja nicht irgendwelche, wie es immer gibt, schlimme Menschen, die irgendwo unter der Nazizeit an die Macht gekommen waren, sondern es war die Elite der deutschen Psychiatrie, die Professoren der Universitäten, die Direktoren der Krankenhäuser, christlich-humanistisch erzogen. Ja? Wie ist das möglich? Wie ist das möglich, dass diese Menschen so handeln? Aber das ist noch nicht das ganz Schlimme, sondern das noch viel Schlimmere für uns Ärzte ist zu sehen, dass dieser Gedanke, dass es unter den behinderten Menschen, dass es Menschen gibt, die lebenswert und lebensunwert sind, dass dieser Gedanke kein nationalsozialistischer Gedanke war, sondern dass der schon 20, 30 Jahre vorher in der Ärzteschaft diskutiert und gedacht wurde.
Und die Nationalsozialisten haben nur die Tür für etwas aufgemacht, was eigentlich schon in der Bevölkerung diskutiert wurde. Das macht es so, wie wir gleich sehen werden, auch so bedrohlich, wenn wir über das nie wieder sprechen. Nach dem Krieg gab es nur kurzfristig und von den Alliierten aufgedrängt eine Auseinandersetzung. Die endete mit dem Nürnberger Ärzteprozess in 1947. Aber danach ist diese Geschichte nicht verdrängt, sondern sie ist geleugnet worden. Angehörige, die sich jetzt 45, 47, 50, 1950 an die Kliniken, an die Einrichtung gewandt haben, was ist mit meiner Mutter, mit meinem Bruder passiert, bekamen entweder keine Antwort oder eine negative. Da ist nichts passiert, nirgends ist etwas passiert, es gibt auch keine Akten mehr. Und erst 1980, mit dem Beginn einer Psychiatriereform, fing man an, in den Anstalten zu dokumentieren, was passiert ist. Und dann kamen die Medizinhistoriker und haben die Zusammenhänge aufgedeckt. Und mittlerweile ist eine doch sehr lebendige Gedenkkultur entstanden. Hier in München ist vor wenigen Jahren ein Gedenkbuch erschienen mit den Namen der Münchner Opfer. Noch 2016, 15 und 16, mussten wir kämpfen, die Namen der Opfer zu nennen. Weil man konnte natürlich die Namen der jüdischen Opfer nennen, aber der Behinderten nicht. Warum nicht? Weil das vermeintlich eine Schande, eine Stigmatisierung der Nachfahren ist. Eine Kollegin von uns, eine Psychiaterin, hat mal, die sich gegen die Namensnennung wandte, hat gesagt, wenn wir die Namen veröffentlichen, dann sagen wir den heutigen Nachfahren, dass sie erbkrank sind. Was für eine ungeheuerliche irgendwie Tradierung von diesen grauenvollen Gedanken. Warum, und jetzt komme ich zu dem zweiten Teil, warum müssen wir heute, und das ist so viele Jahre her, noch darüber sprechen? Das Erste ist natürlich, das Wichtigste ist, dass wir die Opfer aus der Vergessenheit herausholen. Dass wir ihre Geschichten erzählen, dass wir ihre Namen nennen, dass wir die Angehörigen aufrufen, bringt eure Verwandten, eure Großmutter, eure Tante, bringt sie wieder in das familiäre Gedächtnis zurück. Verleugnet sie nicht, was viele Familien getan haben. Aber es hat auch noch einen zweiten Grund, dass wir uns damit beschäftigen. Und das ist, wir müssen von der Geschichte lernen. Und wie schon mein Vorredner gesagt hat, wenn heute, vor wenigen Tagen, jemand in einem öffentlichen Fernsehinterview, sodass Millionen von Leuten das sehen, sagt, dass er gegen die Integration, gegen die Einbeziehung von behinderten Menschen in den normalen Schulbetrieb ist, weil das sozusagen die Entwicklung der Normalen hindert, dann führt er, sein Hintergedanke ist der, dass es wieder Menschen unterschiedlichen Werts gibt. Und das ist die Quelle der ganzen Problematik. Als vor 250 Jahren Kant, der berühmte Philosoph, die geniale Idee hatte, dass alle Menschen eine Würde haben, grundsätzlich, dass die Würde eine nicht so veränderbare Eigenschaft des Menschen ist. Und gleich, es gibt nicht mehr Würdenträger und Normale, es gibt einfach nur die Würde des Menschen. Und daraus entwickelte sich ja eine unglaubliche Dynamik, denn wer in Würde leben will, der muss diese drei Begriffe, die die Französische Revolution dann hochgehalten hat, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, nur wenn solche Bedingungen herrschen, kann man in Würde leben. Und man kann beobachten, geschichtlich, seit dieser Zeit, in den letzten 200 Jahren, gibt es ein Auf und Ab in den Gesellschaften, wie akzeptieren wir das, dass wir wirklich alle gleich sind? Oder akzeptieren wir das nicht? Gibt es Menschen, die einen unterschiedlichen Wert haben, die mehr wert oder weniger wert sind als andere? Die Nazis haben das behauptet. Die Psychiater haben das
viele Psychiater in ihren Schriften um die Jahrhundertwende, um 1900 behauptet. Aber unsere Verfassung und die Menschenrechtsdeklaration von 48, die sagt, wir sind alle gleich und wir müssen dafür kämpfen. Und wenn jetzt jemand plötzlich wieder sagt, ja, wir sind nicht gleich, ja, die Klügeren müssen mehr Chancen haben, sich zu entwickeln, dann kommen wir wieder in die gleiche Fahrwasser, in dem wir waren. Primo Levi, der berühmte italienische Holocaust-Überlebende, der sich wie kaum einer intensiv mit seinen Erfahrungen auseinandergesetzt hat, hat diesen berühmten Satz gesagt: Es war einmal, deshalb kann es auch wieder geschehen. Es ist geschehen, also kann es auch wieder geschehen. Und wir müssen, glaube ich, heute ganz besonders darauf achten. Wieder, leider, wie der Herr Ude gesagt hat, dass ganz, ganz wichtig kämpfen, dass wir wirklich alle gleich sind. Ich schließe, wie gehen wir Psychiater mit Behinderung um? Ich habe die UN-Behindertenrechtskonvention so verstanden, dass sie uns zwingt, umzudenken. Die Behindertenrechtskonvention sagt uns: Ihr Ärzte, ihr Bevölkerung, gebt auf das Konzept, das ihr habt, das wir als Defizitmodell nennen, gebt das auf. Ihr denkt, Behinderte sind Menschen, denen etwas fehlt. Das Laufen, das Gehör, die Sicht, der Verstand. Ja? Gebt dieses Defizitmodell auf und versucht zu verstehen, dass Behinderung einfach Ausdruck der Vielfalt des Menschen ist. Danke.